Willkommen zurück hier in Odyssey. Ich bin noch ein bisschen ratlos, was wir jetzt noch tun sollen. Warte mal, Piratengold immer noch aktiv? Ah ja. Tja, gute Frage. Was ist mit dir? Hey du! Ich glaube, wir quatschen ihn mal einfach mal drauf an. Weißt du eigentlich, dass du ein ganz mieser Gauner bist? Du bist eine Schande für das ganze Schiff. Ach nee, was du nicht sagst, du Großmaul. Und was willst du jetzt machen? Ganz einfach. Ich werde dir das Handwerk legen. Da bin ich aber neugierig, wie du das anstellen willst. So ganz ohne Beweise. Die werde ich schon noch bekommen, verlass dich darauf. Dein Lachen wird dir noch vergehen. Hey, jetzt riskier hier mal nicht so eine große Lippe, Mann. Sonst sage ich mal meinem Freund Knut kurz Bescheid. Wenn der dich einmal im Schwitzkasten hatte, wirst du nicht mehr so unverschämt sein. Ach ja. Na, das werden wir uns auch sehen. Also es sind eigentlich Schädlinge, die wissen das doch. Man hätte die schon längst aussortieren müssen. Warte mal, was war das denn da hinten? Ich krieg irgendwie meinen Maul gerade nicht so auf, weil meine Zunge schmerzt. Ich schätze, der hat zu viel Bonbons abgekriegt. Blöd. Richtig blöd gelaufen. Ah ja, die haben übrigens auch noch einen Patch rausgehauen, womit. Ja, geil. Ich habe Halvar zum Bettsaufen herausgefordert. Warte, erzähl ich euch gleich. Ich habe schon davon gehört. Weißt du eigentlich, was du dir damit antust? Du wirst im allergünstigsten Fall einen schweren Kater bekommen, oder? Was doch eher anzunehmen ist, an einer Alkoholvergiftung sterben. Ist es das wert? Du bist ja richtig besorgt. Idiot. Jetzt aber ernsthaft. Wie willst du gegen ihn ankommen? Nun, ich hatte gehofft, dass du mir einen Rat geben könntest. Würde ich gern, Mann. Doch ich habe keinen. Weißt du was? Geh mal zu Ernst. Der ist ein pfiffiger Bursche. Vielleicht kann er dir helfen. Da ist er. Ich habe Halvar zum Wetttrinken herausgefordert. Was hast du? Na dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Der gute Halvar wird dich ganz schön unter den Tisch trinken, fürchte ich. Er verträgt wohl alles, was? So ziemlich alles. Nur einmal soll ihm ganz schön übel geworden sein. Aber da fragst du lieber Wolfgang. Der kennt die Geschichte besser als ich. Allerdings hat sich Wolfgang in letzter Zeit sehr verschwiegen gezeigt. Das mit den Proviantdiebstählen an Bord hat ihn ziemlich mitgenommen. Man sollte ihn also zunächst auf dieses Thema ansprechen. Wenn er merkt, dass man sich dafür interessiert, wird er auch gesprächiger. Dann wird er dir wahrscheinlich sogar über die ganze Mannschaft was erzählen. Und? Wie sieht es aus? Naja, wieder mal viel Arbeit an Bord. Manchmal ist das hier schon eine ganz schöne Plackerei. Und wieder runter. Nee, aber scheinbar. Den Patch, den sie jetzt rausgehauen haben. Da hat jetzt die Musik, die kommt, wenn man eine Odyssee öffnet. Boah, mein Mund schmerzt. Also das ist nach zu kurzer Zeit schon abschaltet dann, wenn man Spielstand geladen hat. Das haben die doch schon gut gelöst dann. Zeig mir deine Ware. Das wird sich nie ändern. Hm.
Ich kann jetzt nicht damit. Ich kann mit ihm nicht drüber reden. Ich werde mich da nicht einmischen. Hey du! Es ist wegen Halvar. Halvar? Was ist mit dem? Hat es irgendjemand schon geschafft, Halvar beim Wettsaufen zu schlagen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Der ist einfach unschlagbar. Ich kann ja schon eine Menge vertragen, aber gegen ihn komme selbst ich nicht an. Wobei... Eigentlich hat Wolfgang uns eigentlich schon einen Tipp gegeben. Zweimal. Aber wo ist seine Truhe? Für Innos. Einen gewaltigen Streich spielen. Hey, Albin, wegen Halvar, kannst du mir vielleicht sagen, wie man ihn beim Betttrinken schlagen kann? Nö, kann ich nicht. Und dann störe mich nicht länger. Ich habe keine Zeit. Hast du was zu essen für mich? Na klar, hier hast du deine Suppe. Also, es werden Sachen schon nichts angezeigt. Und nicht in der Mitte, wie klassisch. Schade. Ernsthaft? Ich habe keine Ahnung. Aber wann bin ich Dings überlegen? Ach so. Das soll reichen? Dann gehe ich mal zu Harald. Nur, wo ist er? Ach, der war ja drüben, stimmt. So, das Deck wird nun gekehrt. Ja, und ich sehe, dass Dandolo für dich die Arbeit macht. Wie hast du das nur geschafft? Nun, ich habe... Ich will es gar nicht wissen. Wer das Deck kehrt, ist mir im Grunde egal. Du hast auf jeden Fall meinen Auftrag erfüllt. Ich bin zufrieden mit dir. Was gibt es als nächstes zu tun? Eigentlich müsste ich dich als nächstes das Deck schrubben lassen, aber... Hey, Moment mal. Erst kehren, dann schrubben? Was soll denn das jetzt? Lass ihn nochmal ausreden. Keine Sorge. Das mit dem Schrubben war nur ein kleiner Scherz von mir. Doch wenn du dich weiter bewähren willst, hätte ich für dich noch eine weitere Aufgabe. Und was soll ich bitteschön tun? Etwa den Mast streichen? Nein, wirklich nicht. Obgleich er es bitter nötig hätte. Aber du könntest mal zu unserem Schiffskoch Albin gehen. Im Moment scheint er einige Probleme zu haben. Kümmere dich mal darum. Wenn du fertig bist, kommst du dann wieder zu mir. Weißt du, wie man Halvar beim Betttrinken schlagen kann? Nein, keine Ahnung.
Du wirst wohl jemand anders fragen müssen. Hallo Schisko, kann ich dir irgendwie helfen? Wie, was helfen? Ja klar kannst du mir helfen, und zwar indem du wieder schnell Leine ziehst. Ich habe es nämlich nicht so gern, wenn ihr Matrosen in meiner Küche blöd rumsteht und in meine Töpfe schaut. Schon gut, war nur eine Frage. Bin so gleich wieder weg. Ey, halt, warte mal. Ich schick doch einer, oder? Hat etwa Harald gesagt, dass du zu mir kommen sollst? Wow. Ja, Harald hat gemeint, dass du vielleicht Hilfe nötig hast. Und ob ich Hilfe nötig habe? Du kannst gleich mal zu Wolfram gehen und mir eine neue Pfanne besorgen. Wie? Eine neue Pfanne? Na klar, Mann. Die alte ist total durchgerostet. Die kann ich wirklich nicht mehr gebrauchen. Ich habe keine parat, okay. Na gut. Das ist eine schlimme Sache. So, du musst wieder was abdrücken. Hallo, ich schicke der Schiffskopf zu dir. Albin, so, und was will er von mir? Er braucht eine neue Pfanne. Und er sagte mir, dass ich die bei dir bekommen kann. So? Und warum kommt er nicht mehr mit der alten zurecht? Wie? Na, weil diese wohl total verrostet ist. Also was ist? Hast du jetzt eine Pfanne, ja oder nein? Natürlich habe ich eine Pfanne. Ich habe sogar mehrere auf Lager. Aber sag mal, willst du die Pfanne kaufen oder willst du sie umsonst von mir? Nun, ich nehme doch wohl an, umsonst. Oder was? Oder hast du damit ein Problem? Ich habe damit überhaupt kein Problem. Doch wenn du die Pfanne umsonst haben willst, dann benötige ich von Albin einen schriftlichen Beleg, warum er eine neue haben will. Wie bitte? Ich glaube, ich höre nicht mehr richtig. Warum brauchst du in Enos Namen für eine Pfanne einen schriftlichen Beleg? Ganz einfach, weil ich für den Kram hier verantwortlich bin. Deshalb, was glaubst du, wird mir Lord Baldwin sagen, wenn der Spitz kriegt, dass ich das mir anvertraute Zeug bedenkenlos an die Leute verteile? Und vor allem jetzt, wo der Dieb mir schon einiges an Proviant gestohlen hat. Bring mir also erst von Albin einen schriftlichen Beleg und dann bekommst du auch eine Pfanne von mir. Findest du nicht, dass das reichlich übertrieben ist? Übertrieben oder nicht? Ohne Beleg keine Pfanne. So einfach ist das. Kann ich es nicht einfach kaufen? Zeig mir deine Ware. Ganz ehrlich, ich kaufe mir einfach eine und fertig aus. Dann prügel ich ihn die Kohle aus ihm raus. Das ist doch alles nur Gerede. Nee. Was? Wird sich das jemals ändern? Da bist du ja endlich. Meine Güte, hat das lange gedauert. Wo ist die neue Pfanne? Tja, das war wohl nichts. Wolfgang hat mir keine gegeben. Was? Wieso denn das? Sag bloß, er hat keine mehr. Nun, verkauft. Hätte er mir wohl eine, aber... Verkauft? Schnickschnack. Er hätte dir gefälligst eine umsonst zu geben. Umsonst? Hätte ich zwar auch eine bekommen, aber... Aber was? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wenn du mich ausreden ließest, hätte ich dir schon längst gesagt, was los ist. Da weißt du jetzt mal, wie es ist. Wolfgang braucht von dir eine schriftliche Bescheinigung, in der du angibst, warum du eine neue Pfanne brauchst. Erst dann bekomme ich das Ding von ihm ausgehändigt. Ja, ist denn dieser Wolfgang von allen guten Geistern verlassen? Tja, auch ich fand das mit der Bescheinigung ziemlich übertrieben. Jawohl, total abgedreht ist das. Und deshalb bekommt er auch keine von mir. Und wie kommst du jetzt an deine Pfanne? Ganz einfach. Du gehst wieder zu Wolfgang hin und sagst ihm, dass er auf seine Bescheinigung lange warten kann.
Er soll dir das Ding ohne Kommentar aushändigen. Sonst war es das letzte Mal, dass ich hier an Bord Suppe gekocht habe. Und jetzt mach dich auf den Weg, sonst werde ich heute nicht mehr mit dem Essen fertig. Tja, ich hab's gekauft, aber es kann ich nicht geben. Ach, seufz, Leute, macht das doch nicht so schwer. Das ist so einfach. Mhm. Warte mal. Das ist eine schlimme Sache. Für den König. Och Mann, ey. Wegen der Pfanne. Und, hat Albin dir die Bescheinigung gegeben? Nein, er meint, dass dies vollkommen unnötig ist. Du sollst mir die Pfanne jetzt ohne Kommentar aushändigen. So soll ich. Da hat er sich aber gehörig geschnitten. Sag ihm, dass er dann lange auf seine Pfanne warten kann. Meine Güte, so ein Theater wegen einer blöden Pfanne? Findest du nicht, dass sie den Bogen langsam überspannt? Nee, er. Nee, das finde ich ganz und gar nicht. Jeder hat anzugeben, warum er etwas von mir haben will. Da werde ich bei Albin keine Ausnahme machen. Albin sagte mir, dass er dann zum letzten Mal hier gekocht hat. Und? Was sagst du dazu? Das wird wahrscheinlich eh keiner mehr essen wollen. Na, wenn schon. Seine olle Fischsuppe hängt mir ohnehin schon zum Halse raus. Sein Essen ist in den letzten Jahren immer schlechter geworden. Und zur Not kann ich mich auch selbst versorgen. Im Übrigen wird ihm schon die Mannschaft beibringen, dass er sich sowas nicht erlauben kann. Wie kann man nur so stur sein? Ich bekomme also nicht meine Pfanne? Nein, mein Junge. Ohne Beleg keine Pfanne. Und damit basta. Und hier darf ich hochlatschen. Ja, schön. So kann man auch das Spiel strecken. So kann man eine Folge füllen, indem man immer hoch und runter latscht. Und wie sieht's aus? Hast du endlich die neue Pfanne? Nee, da lasse ich sowas von. Wolfgang weigert sich immer noch, mir eine auszuhändigen. Was? Hast du ihm denn nicht gesagt, dass ich da nicht mehr kochen werde? Hab ich. Doch das lässt ihn vollkommen kalt. Er sagte mir, dass ihm deine olle Fischsuppe ohnehin schon am Halse heraushängt. Wie bitte? Was hat der Kerl zu meiner guten Fischsuppe gesagt? Ist er denn jetzt völlig verrückt geworden? Er sagte, dass dein Essen immer schlechter wird und... Jetzt reicht's. Von heute an wird gestreikt. Soll er sich doch von dem ungekochten Proviant im Lager ernähren? Ich denke, dass er das auch tun wird. Außerdem meinte er, dass du dir gar nicht erlauben kannst zu streiken, da du ansonsten von der Mannschaft gewaltigen Ärger bekommen wirst. Ich fürchte, dass du wohl oder übel die Bescheinigung wegen der Pfanne ausstellen musst. Nichts da. Wenn der Typ Krieg haben will, dann soll er Krieg haben. Der soll mich kennenlernen. Also findest du nicht, dass du jetzt genauso übertreibst wie er? Hallo, es geht schließlich nur um eine blöde Pfanne. Sowas lässt sich Albin von keinem gefallen. Weißt du das? Du gehst jetzt zu Gernot und sagst ihm, was los ist. Ich! Gernot wird ihn schon zurückpfeifen. Dieser Wolfgang soll sich noch wundern. Was? Ich soll wegen dieser lächerlichen Sache zu Gernot gehen? Die Paladine werden mich auslachen. Ich finde diese Sache ganz und gar nicht lächerlich. Es geht schließlich um mein Ansehen hier an Bord. Also mach dich schon auf den Weg. Na gut, wie du willst. Der und Ansehen. Mann, Alter. Wir haben ein kleines Problem. So? Was gibt es denn für ein Problem? Albin braucht eine neue Pfanne. Doch Wolfgang will sie ihm ohne Bescheinigung nicht geben. Ach was? Und was bitteschön ist das Problem dabei? Nun, Albin will ihm die Bescheinigung nicht geben,
weil er der Ansicht ist, dass Wolfgang ihm die Pfanne auch so geben muss. Sag mal, seid ihr jetzt vollkommen verrückt geworden? Was fällt euch ein, mich wegen einer solchen lächerlichen Sache zu behelligen? Das klärt ihr mal ganz schön alleine unter euch. Find ich auch. Das finde ich auch. Ich habe doch schon eine Pfanne gekauft. Ich meine, es ist ziemlich hochnäsig von den Paladinen, das, ne? Das als lächerlich abzustufen, wenn es schon sich zu einem kleinen Krieg entwickelt, aber wegen der Pfanne andererseits, ja gut. Sag mal, ich kann doch die Pfanne auch bei dir kaufen. Na klar kannst du die Pfanne bei mir kaufen. Gut. Und was kostet die? Für 20 Goldstücke kannst du eine haben. Gut, dann kaufe ich eine Pfanne. Bitteschön. Macht wie gesagt 20 Goldstücke. Ich sehe schon kommen. Albin gibt sich damit auch nicht zufrieden. Ich merke schon, ich kann Albin jetzt schon nicht leiden, ey. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So, Albin, ich habe nun deine Pfanne. Aha, hat Gernot Wolfgang jetzt Beine gemacht? Das war nicht nötig. Er hat sie mir so gegeben. Na, sowas. Hat er wohl kalte Füße bekommen, der alte Brummbär, was? Aber mir soll's recht sein. Her mit dem Ding. Jetzt kannst du endlich ans Kochen gehen. War das jetzt alles? Oder hast du sonst noch was für mich zu tun? Wie? Ach so, ja. Etwas könntest du noch für mich tun. Und das wäre? Vielleicht einen neuen Herd besorgen? Nee, der alte tut es noch eine Weile. Aber ich brauche Fische. Und zwar jede Menge Fische. Mir ist nämlich der Vorrat für meine Fischsuppe ausgegangen. Ich denke, dass 2 Dutzend Fische ausreichen werden. Was? Also 24 Fische willst du? Wo soll ich die bitte schön auftreiben? Auf der Insel. Ja, bei Wolfgang natürlich. Der lagert doch den Proviant in seinen Kisten und Fässern. Na, hoffentlich will er dafür nicht auch noch eine Bescheinigung. Bescheinigung? Wieso? Ich denke, das haben wir ihm ausgetrieben. Schon gut. Ich mach mich schon auf den Weg. Sehe ich nicht. Ich habe die 24 Fische, die du wolltest. Na, dann lass mal sehen. Wo hast du das denn schon wieder her? Und? Bist du zufrieden? Jo, das hast du gut gemacht. Hier hast du eine kleine Belohnung für deine Mühe. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Nee, mein Junge, jetzt komme ich klar. Vielen Dank noch. Na also. Nein! Roland, Harald. Hey! Ich habe alle Aufgaben bei Albin erledigt. Gut, dann habe ich schon eine Sorge weniger. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Hast du sonst noch eine Aufgabe für mich? Im Moment nicht. Du kannst dich also getrost jetzt anderen Aufgaben zuwenden. Scheiße. Aber halt, ich soll dir ja ausrichten, dass du zu Gernot kommen sollst. Am besten machst du dich direkt auf den Weg. Ich denke, dass es um deinen Sold geht. Ich habe jetzt alle Aufgaben erledigt, die du mir aufgetragen hast. Ja, das hast du. Dann kannst du mir bestimmt schon sagen, ob du mich zum Bootsmann vorschlagen wirst. Nun, ich hatte dir doch gesagt, dass du dich zuerst bewähren musst. Den Schiffsdienst hast du zwar zu meiner Zufriedenheit erledigt,
Aber wie steht es mit dem Respekt bei der Mannschaft? Also bei Sven, Dandolo, Ernst und Knut. Erst wenn die Mannschaft dich respektiert, werde ich dich zum Bootsmann vorschlagen. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Der arme Kerl, und wenn einen Leid tut. Bei Knut, das kann... weiß ich nicht. Aber ich soll zu Gernot. Sven und Knut sind es eigentlich nicht wert, dass ich was für die erledige, aber was soll's. Das Spiel verlangt es so. Harald sagte mir, dass ich zu dir kommen soll. Ja, das ist richtig. Ich hörte, dass du an Bord schon kräftig arbeitest. Nun ja, ich habe an Bord bereits verschiedene Aufgaben erledigt. Aber wenn wir schon dabei sind, wie sieht es mit der Soldauszahlung für mich aus? Gut. Du hast in der kurzen Zeit, in der du an Bord bist, deine Aufgaben schnell und gewissenhaft ausgeführt. Harald hat mir berichtet, dass er sehr zufrieden mit dir war. Daher sollst du auch jetzt deinen Sold bekommen. Hier, nimm. Oh oh. Was nun? Warte mal, ich quatsch ihn einfach mal jetzt an. Aber lass ihn erstmal noch in Ruhe. Hey. Hallo, ich bin... Ich sehe schon, eine miese kleine Landratte, die an Bord gekommen ist. Ja. Wie? Moment mal, was hast du gesagt? Landratte, du schwerhöriger Idiot. Ach, schwerhörig ist der Kleine auch noch, was? Das hat er. Wir brauchen keine Penner hier an Bord. Verschwinde also in dein Loch zurück, aus dem du gekrochen bist. Wir brauchen keine Penner an Bord, sagt er, weißt du? Hör mal, du bist ja ganz schön geladen. Kannst du mir vielleicht verraten, was du gegen mich hast? Das kann ich dir verraten, du kleine Wesel-Landratte. Du stinkst. Was? Hat Spaß gemacht. Hey, jetzt ist aber Schluss. Ich lass mich nicht länger von dir beleidigen. So? Und was willst du dagegen machen? Ich weiß jetzt, dass du ein ganz mieser Schläger bist. Ach, hat dich der Kleine etwas ausgeholt. Na, was willst du jetzt machen, hä? Ach komm. Du hast doch nur eine ganz große Klappe. Hier oben, wo die Paladine dir helfen können, fühlst du dich stark. Aber wenn wir alleine wären, würdest du von mir davonlaufen, weil keiner mehr da ist, der auf dich aufpassen kann. Ich poliere dir gleich deine blöde Klappe. Ich brauche keinen, der auf mich aufpasst, verstanden? Dann beweise es mir doch, du kleiner Angeber. Bis jetzt höre ich nur dumme Sprüche von dir. Jetzt reicht's mir aber, du kleine miese Ratte. Komm um Mitternacht in den Laderaum, wenn du Mumm hast. Wir sind dann allein. Und dann werde ich dir all deine Knochen brechen. Oder so. Dann mach das mal. Volksschädling. Na, wie lange musst du noch das Deck fegen? Bin gerade fertig geworden. Mann, was das eine Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viel Staub auf Deck angesammelt hat. Also beim nächsten Mal werde ich diesen Job nicht mehr so künstlich für dich machen. Weißt du, wohin die Reise geht? Nein, das halten die Paladine noch geheim. Und ehrlich gesagt...